Hallo, willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Versus mit Derfa und Riven. Ganz genau, ich bin Derfa, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Beim letzten Mal sind wir auch schon mal sehr erfolgreich und ich glaube, ich werde diesmal als Eve spielen. Überrascht. Ja, wenn ich mich noch an die Steuerung erinnern kann. Ich nehme diesmal auch mal mein Dingens aus dem Bild. Hey, ich habe einen toten Vogel bekommen. Awesome. Und ja, mal gucken, ob es diesmal besser läuft. Ja, hast du seit der letzten Aufnahme gespielt? Nee, wenn ich was Let's Play, dann spiele ich das unabhängig vom Let's Play eigentlich nicht. Wirklich nicht? Ah, nein. Hast du nicht mal ein bisschen schlau gemacht? Nö. Gut. Ich auch nicht wirklich. Ich habe nur meine Vorkenntnisse. Ha? Wie machen wir weiter? Ja, rede. Nein, ich habe nur meine Vorkenntnisse, welche ja schon gigantisch waren im Gegensatz zu deinen. Das weiß ich ja. Das würde ich nur bemerkt haben und ja. Was würdest du sagen? Wir machen weiter mit wie? Was? Ja, wie machen wir denn nach dem Versus weiter? Sucht denn der Verlierer das nächste aus? Keine Ahnung. Oder willst du das gar nicht weiterführen? Keine Ahnung, ich dachte, wir wissen schon, was wir als nächstes machen. Ja, kann ja sein, dass dir das nicht gefällt. Ich weiß es nicht, wir können was Kurzes machen, was Langes, was Mittellanges. Na, ich dachte, wir machen dann erst hier mal Dungeons of Dreadmoor-Dingens. Ja, es gibt ja mehrere zur Auswahl. Also, ich meine, wie würde sich anbieten? Oder wie ist doch arschig. Das ist ein richtig geiles Spiel. Vielleicht sollten ja unsere Zuschauer Hüstel entscheiden, wie wir das regeln. Oh ja, die vielen. Ja, ganz genau. Es dürften immerhin so 20 sein. Und du hast ja außerdem deinen Like-Bot. Ja, stimmt. Ich habe vorhin dein TF2-Video gesehen, dein zweites. Ich war die vierte Person und es hatte schon ein Like gehabt. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also ich habe es 2 Minuten hochgeladen und so war ein Like drauf. Ich habe das zweite Like gemacht. Hast wirklich gerockt. Und wie weit bist du schon bei dir jetzt gerade? Ich bin gerade beim Monstro. Beim Monstro? Oh, muss ich mich hier ranhalten? Ach hey. Du hast doch eh einen Vorsprung. Ja, ich weiß. Und ich habe auch gleich einen der apokalyptischen Reiter, auch wenn ich nicht weiß, welcher es ist. Wow. Ich glaube gar nicht. Famine, was waren das? Wie heißen die denn? Also er spawnt auf jeden Fall Fliegen. Na, Krieg, Hunger, Tod. War es nicht Krankheit oder so? Ja, Pestilenz ist noch. Stimmt. Ja, das hier ist nicht Pestilenz. Pestilenz wäre... Pestilenz heißt ja auch, glaube ich, Pestilenz im Englischen, oder? Ja. Nee, der heißt Famine. Das ist, Hungersnot, glaube ich. Wirklich? Ja gut, das wäre es. Oh mein Gott, what a horrible night. Nee. Störbastard. Dodging skills for the win. Oh. Ich hab Popcorn. Ich mag Popcorn. Popcorn? Ja, das wehrt sich nicht. Wow, awesome. Sicher, dass sie sich nicht wehren. Da gibt's auch manche, die sich selbst in die Luft jagen und dann dir so für eins wegbrettern. Ich hab deinen Insider-Wissen noch nicht. Also kann ich da nicht viel zu sagen. Hä? Was? Insider-Wissen? Oh. Du bist schon zweimal durch. Einmal also durch. Einmal in der Aufnahme. Ja. Ja, einmal in der Aufnahme und einmal vorher. Ich hab einen Fleischklumpen. Ja, es gibt diese komischen Popcorn-Dinger, diese Halb-Popcorn-Dinger, die nicht ganz Popcorn sind, aber mit solchen Schlitzaugen, die so ein bisschen fies aussehen. Ich glaube, die sprengen sich selber. Also, hier ist gerade einer explodiert, aber der ist in ein Lagerfeuer reingerannt. Ja, doof gelaufen, würde ich sagen. Oh. Ja, mein Auge brennt gerade. Und ich kann nichts dagegen unternehmen. Kannst dir doch ins Auge schlagen. Kann ich nicht. Wie soll ich dich denn... Du hast keine Fäuste. Wie soll ich denn dann bitte
steuern und spielen und wegrennen und alles kaputt machen. Du hast eh Vorsprung. Ja, stimmt, hast recht. Kratze mich mal kurz im Auge. Ah. Oh, Triple Shot. Krass. Ah. Ach, tat das gut. Gucken, wie lange es vorhält. Ui. Ich hab hier schon einen Bruder Bobby und einen Fleischklumpen. Was hast du? Ich hab Sister-Dings. Sister Maggie war es, glaube ich, oder? Keine Ahnung, ich hab schon seit 2 Etagen. Juhu, Antivir, Pop-Up. Cocktail. Aber irgendwie, du hattest doch erwähnt, dass bei Skyrim hier das immer bei dir auf dem Desktop rumlungert und Zeug macht. Das macht's bei mir jetzt neuerdings auch. Ja, ich weiß dann nicht, woran es liegt. Ich glaube, das ist so ein Kack-Update. Das hatte ich bei Assassin's Creed 1 damals auch. Oh, ist schon ganz schön nervig. Als hätte mein ganzes Zeug auf dem Desktop verrückt. Ja, am geilsten ist es, wenn es ein anderes Spiel startet. Gut, dass ich kaum Spiele auf meinem Desktop habe. Natürlich noch besser, ja. Gib mir ein Herz. Was ist das denn? Chocolate Milk. Boah, ich kann jetzt meine Shots chargen und voll fett einen auf dicke Hose machen. So, Level 3. Level 3 oder Cave 1? Cave 1. Ich bin immer noch im Basement 2 und ich habe hier meinen Spaß. Warum bist du auch nur so schnell? Das ist ja auch cool. Keine Ahnung, ich werde das auch immer recht oft getroffen. Gut, ich werde kaum getroffen. Für mich ist es auch relativ schnell aus, wenn ich getroffen werde. Dank meiner Macht der 2 Herzen. Ja, aber in manchen Räumen kannst du ja gar nicht, ohne getroffen zu werden. Oh. Manche sind echt scheiße. Ja gut, stimmt. Außer man hat irgendein super Item. So wie das magische Einhorn oder... Keine Ahnung, ja, was. Oh, die ist cool. Es gibt auch so eine Shield-Bubble. Ah, fuck. Ich bin schon zum Boss gelaufen, wollte ich gar nicht. Ha, ich hab mich erst erkundet. Voll einmal gedodged, was ich hier habe. Ah, du müsstest mich sehen. Du wirst mich auch sehen. Meinst du? Ja, ich glaube schon, dass du sehen wirst, was ich hier mache. Ich weiß nicht, ob ich mir komplett angucke. Ne, du wirst dir zumindest teilweise anschauen, was ich hier fabriziere. Yay. Ja, leider. Müssen tust du gar nichts. Du kannst doch einfach blind hier reinkopieren. Und dann wundern sich deine Zuschauer, warum da plötzlich irgendwelche Penisse drin sind. Ja, wenn du gerne Penisbilder in deine Videos einfügst. Nee, die kommen dann nur in deine Videos. Ich meine, ich hab's ja schon öfter gesehen bei dir. Wirklich? Ja. Ich frage mich, wie die da reingekommen sind. Ich nehme an, die wirst du mit aufgenommen haben, weil du sie gerade vorher geguckt hast. Ah, ich glaub's eher nicht. Ich hab's nicht so mit. Dreierschuss ist schon immer. Weiß nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich schieße Schokolade. Das reicht mir. Ich schieß grad mit Gift. Los, Geheimraum. Verflucht. Da muss der Geheimraum ja woanders sein. Und zwar hier. Oh yeah, ich bin so gut. Und da drin steht das Slot Machine. Brauche ich nicht. Immer schön Schlüssel fahren. Wo bist du denn schon? Ich bin noch Caves 1, aber ich hab den Boss schon down, weil ich aus Versehen reingelaufen bin. Hey, ich habe eine Grubenlampe. Und was bringt die? Keine Ahnung. Ich bin mir noch nicht so sicher. Oh. Ach, du kennst jedes Item. Ich kenne nicht jedes Item. Was denkst du denn von mir? Alter, der dritte Boss auf der Etage.
Der dritte? Ich hatte jetzt zwei Fistulas und eine Last. Naja, Fistula und Last. Die machen doch beide nichts. Oh, der Herr der Fliegen. Stirb, Fliegi. Der macht Fliegen. Ja, der spawnt ein paar Fliegen. Der fliegt im Kreis. Also, ob er stinkt, kann ich nicht beurteilen. Der sieht so aus, ja. Ist ja noch viel geiler, wenn er wie Popcorn aussehen würde. Popcorn. Hast du auf die Uhr geguckt, als wir angefangen haben? Nö. Aber Two and a Half Men hat da gerade angefangen, deswegen würde ich sagen, es war so gegen 21 Uhr. Vielleicht auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Oh, noch ein Ding. Da ich Bruder und Schwester Ding. Du hast zwei Teile, die um dich rum dingseln und alles wegballern? Ja. Promote. Also da kannst du ja gar nicht mehr verlieren. Also theoretisch musst du ja gar nichts mehr machen. Ja, nochmal Fistula, Alter. Fistula liebt dich. Fistula will ja, von mir gefistet werden. War es der dritte schon? Hey, ich kann mit dem Teufel handeln. Das konnte ich auch schon. Ich weiß ja nie, was die Teile bedeuten. Dann lass ich sie mal. Ich glaube, ich sollte das ja auch lieber lassen. Ich meine, ich habe zwei Herzen und das kostet hier zwei Herzen. Beziehungsweise ein Herz. Darauf will ich es nicht anlegen. Ich kann ohne ein Brüderchen leben, deswegen adios, Welt, adios. Caves 1, hooray. Wow. Oh, cool. Ah, ich verstehe, was die Grubenlampe macht. Licht, wahrscheinlich. Oder nicht. Die zeigt mir, wo der geheime Raum ist, wenn ich nebenan bin oder so. Oder irgendwie sowas in der Art. Ja, davon gibt es irgendwie 20 verschiedene Items, glaube ich. Ja, irgendwie schon. Nur doof, dass die Eingänge hier jetzt noch nicht geöffnet sind, wie bei X-Ray Vision Dingens. Mein Isaac sieht schon ja richtig geil aus. Sieht nicht mal mehr ansatzweise aus wie ein Baby. Wie sieht er denn aus? Wie vor der Gangster. Ich weiß nicht, er ist grau, komisch. Er sieht ziemlich gefickt aus. Dir wie aus dem Gesicht geschnitten. Natürlich. Ah, sterbt Würmer. Pillen. Aha. Oh, ein Magnet. Toll. Jetzt habe ich die ganzen Items, die ich eigentlich nicht bräuchte. Der Magnet geht doch eigentlich. Ja, der Magnet geht, aber es gibt bessere Dollar. Items, die ich hätte haben wollen. Dollar. Was, ein Dollar? Ich habe ich 99 Coins bekommen. Cool, damit hast du doch diesen komischen anderen Charakter freigeschaltet, oder? Ja, Kane. Was kann der? Was macht der? Ich glaube, der macht mehr Damage, oder hat mehr Leben oder so. Wirklich? Hey, aber weißt du was? Wir sind jetzt schon, ich weiß nicht wie lange, in the game. Und ist noch keiner gestorben. Oh. Ja, du bist doch in der letzten Aufnahme gar nicht gestorben, oder? Nö. Vielleicht schaffe ich es ja. Oh, Steam Achievement. Wirklich? Welches denn? Voll krank. Für Kane. Achso, für Kane. Na, ich finde diese Würmer hier nervig. Die auf einen zuchargen. Ich verliere meine ganzen Leben. Ich auch. Gerade wo ich so viel Coins habe. Hey, eine Pille. Brauch ich nicht oder will ich nicht? Ich glaube, ich werde schauen, was in dieser Kiste drin ist. Da muss jetzt mindestens ein Schlüssel und eine Bombe drin sein. Doch nicht. The Emperor. Was macht denn der Emperor-Karte? Die Emperor-Karte. Weißt du das? Die bringt zum Boss. Wirklich? Die jeweiligen Etage. Okay, cool. Gekauft. Und es ist Piep. Und er hat sich in die Hosen gemacht. Ich finde, dieser Boss ist so lahm. Die hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dir. Oh, mit mir? Sicher? Ja.
Also ich kann da keine Einigkeit erkennen. Wow. Ich brauche Herzen. Ich brauche sie sofort. Wie wär's mit? Kauft ihr welche? Mann. Ja, ich hab den Shop der eben noch nicht mal gefunden. Ja. Bäh. So, jetzt hab ich schon einen Shop. Mal gucken. Stirbt der mich aus Sack? Ja, toll, muss. Scheiße. Ein Furier würde ich zu Tode ficken. Ja, ich hab nur ein Herz. Ein halbes. Ich hab anderthalb. Ja, ich bin tot. Hey. Mann, das ist doch scheiße. Kannst du mal Kane ausprobieren? Will man mal in den Shop gehen, wenn man 100 Coins hat und dann ist ein Boss drin? So, was kann der? Oh, der hat ein Herz. Was, er hat ein Herz? Das ist ja Arsen. Also in der Regel müsste er deine Imba-Damage machen. Nee, er hat zwei, aber bei der Auswahl hat zeigt eins. Okay. Ich glaube, ein Strich steht dafür zwei Herzen, oder? Anscheinend, ja. Hm, ob hier draußen noch irgendwas. Ja, ich bin verleitet, da jetzt rauszugehen. Auch wenn es mein Untergang sein könnte. Oh, das sind Türme. HP ab, direkt im ersten Raum. Hui. Das saugt. Ich glaube, dein Spiel ist jetzt auch schwerer, dadurch, dass du schon einmal durch bist. Wirklich? Oder? Ich weiß es nicht. Doch. Bis jetzt ist noch alles. Glaub, du hast doch diese Zusatzbosse und sowas. Ja, ja. Diese vier Reiter der Apokalypse. Die kommen ja vorher nicht. Die sind auch die einzigen, von denen man diese Fleischklumpen kriegen kann. Nee, ich glaube, die kannst du auch so finden. Nee, nee, ich glaube, die lassen nur die da. Boah. On the way. Hey, und noch eine Bombe und ein Schlüssel. Hat sich das ja gelohnt. Gucken, ob hier noch irgendwas. Larry. Larry schon wieder. Gerade wenig Damage, wenn man macht, wenn man nicht mit den Dreierschuss hat. Du machst vielleicht so wenig Schaden. Ja, mit dem Dreierschuss hat er fünfmal raufgerotzt, dann war der tot. Jetzt braucht man nicht mehr eine Stunde. Wer weiß, woran es liegt. Vielleicht lieben dich die Gegner einfach nur nicht mehr. Deinen kleinen Eiern. Warum soll das an meinen kleinen Eiern liegen? Wenn, dann müsste es an deinen kleinen Eiern liegen. Nee. Weißt du, dass wir gerade über Eier... Du bist doch mit dem TS. Was? Ah, das ist langweilig. Stirb, dämlich ist. Die macht nix. Hm, jetzt könnte ich auch noch den Kompass kriegen. Soll ich es darauf anlegen? Ach ja. Weiß nicht, was bringt der? Er zeigt mir irgendwie alles an. Gut, das hätte man sich fast denken können. Es ist halt wieder Kompass bei The Legend of Zelda. Ah, das ist das Pentagramm Damage Up. Super. Na, siehst du, jetzt brauchst du nicht mehr so oft draufrotzen. Oh, Slot Machine, oh, direkt im Busraum. Fliegen Männer, fliegen gerne. Oh. Ich glaube, mit Kane hat man bei den Slot Machines unsere bessere Chance. Der hat uns ein Item, was Glück erwähnen soll. Wirklich? Kannst du ja mal probieren. Ich habe gerade viermal gespielt an so einer Slot Machine, hat dreimal was bekommen. Ich bin nicht der Glücksspieler. Und ich bin auch noch weit davon entfernt, 55 Münzen zu sammeln. Ja, du hast, wenn du an so einem Ding spielst, eine Chance von, ich glaube, 2%, dass du so einen Dollar bekommst. Der gibt dir einen automatischen Schaden im Prinzip. Was passiert denn also, wenn du dich als Glückspilz outest? Es sind 2%. Das ist ja schon mal voll viel.
So, super, jetzt habe ich meinen Megaschuss verrotzt. Hat man im Lotto 2% Gewinnchance, da freust du dich drüber. Ja. Du spielst ein Jahr lang Lotto, hast gewonnen. Mindestens einmal gewinnt man dann, oder? Na, in der Theorie, ja. Gut, ich weiß ja nicht, wie oft spielt man Lotto. Zweimal die Woche? Ich glaube einmal die Woche, oder? Ich weiß es ja nicht. Es geht ja Samstag und Mittwoch oder so. Ich habe nur einmal mitgespielt. Das war früh genug. Wirklich? Und? Du hast gewonnen? Ja, ich hatte einen Dreier. Ho, ho, ho. Nicht zweideutig. Nicht zweideutig? Das heißt, ich bekomme 7 Euro. Boah. Und wie viel hat es gekostet, mitzuspielen? Keine Ahnung. Ist schon ein Weilchen her. Delicious. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch nie Lotto gespielt. Ich habe immer noch Rubbellose gespielt. Dingset. Ja, rubbeln kannst du wahrscheinlich auch. Ja. Und da gewinnst du immer, jedes Mal. Nö. Gehst du mal direkt zur Theke, jag mir mal 50 Preise, bitte. Und das wäre jetzt ziemlich... Rote Gegner sind stärker, oder? Ich glaube, die haben mehr Leben. Eigentlich diese scheiß Kackwürmer nerven. Fühlt euch gevogelt. Yay! Jetzt habe ich auch noch mehr Leben. Ich habe mich jetzt schon von 2 Herzen auf 5 Herzen gesteigert. Ich bin awesome. Dann kannst du auch, glaube ich, ein Schaf reichhalten, wenn du 3 Herzen kommst. Wirklich? Boah, ich habe Balls of Steel. Ja, was irgendwie nicht wirklich was bringt. Doch, das hat mir 2 Herzen gegeben. 2 von diesen blauen Herzen, oder? Ja, aber das ist ja erstmal in Ordnung. Besser als Damage reduzieren oder so. Ja, das stimmt. Also es war in einer Pille verpackt, oder wie? Ja. Oh, Lippenstift. Geil. Darauf stehst du, wenn du dich schminken darfst, was? Oh ja. Mein Candy sieht doch geil aus. Er hat eine Klöte am Kinn hängen und hat einen Lippenstift. Eine Klöte am... Warum hat er eine Klöte am Kinn hängen? Ich weiß nicht, ich habe irgendwo ein Herd gefunden oder so und das hängt da jetzt rum. Sieht aber ja aus wie ein Hoden. Ah, ich krieg diese scheiß Viecher nicht tot. Fürs Team. Müsste ich erst meinen Vogel raufbeschwören. Taubsi. Ich wette, das kann gar nichts. Es kommt nach dir. No, das hat's voll drauf. Trollface-Typ. Es warnt mich, dass ich nur noch 1,5 Herzen habe. Ich werde diese... Warst du Sport? Nö, ich werde diese Pille usen und... Ha, volles Leben. Ach, awesome. Schneller. Also, manchmal habe ich echt ein schweinisches Glück. Wo bist du gerade? Caves 2. Na. Uhu, Boss. Und wer ist es? Pride. War das der mit Bomben? So. Ja, der mit Bomben wirft. Na, ich habe ja volles Leben. Hey, okay, Fistula. In den leeren Raum teleportiert, ist das gebracht. Ich weiß sowieso nicht, wohin zielt dieser Teleporter eigentlich immer so. Es ist unterschiedlich. Das war ja eine Karte, die hat mich irgendwie in den Shop gebracht. Ach so, in den Shop, ne? Das geht doch. Shop ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Nee, hier diesen Gewinnspielraum. So. Wo man einfach ein Item bekommt.
hätte jetzt aber auch gerne noch den Shop gehabt. Boah, jetzt habe ich hier schon zum dritten Mal diesen dämlichen Raum mit diesen dämlichen drei Fleischviechern, die sich immer wieder zusammensetzen. Die Nerven. Darf ich das mal sagen? Die Nerven. Ja. Ich würde ja am liebsten alle zusammen... Ich spende jetzt einfach mal Blut. Was spielst du? Ich spende Blut. Du spendest Blut. Hey, ich spende morgen auch Blut. Aha. Ja, da ist hier Blutspende bei mir. Und dafür kriege ich 20 Euro? Ja, ja Mensch. Dafür hebe ich gerne ein paar Liter ab. Und natürlich, ja, weil ich damit anderen Leuten helfen kann. Ja, aber mehr weiß ich, gibt nicht wegen helfen. Naja. Ja. Konzentration. Nö, ich glaube, dann würde ich es auch machen. Zumindest einmal. Allein schon, um zu wissen, welche Blutgruppe ich habe. Nutella? Nicht ganz. Aber wenn es eine Anspielung darauf sein soll, dass du mich süß findest. Ich bin nicht schwul und ich habe eine Freundin. Das muss ich hier nochmal sagen. Das hat eigentlich eins mit anderen nichts zu tun. Na, wenn du sagst, meine Blutgruppe ist Nutella. Und? Attacke, Vogel. Attacke, sage ich. Vielleicht steht der Nutella für schwul. Vielleicht stehst du auch für schwul. Daran schon mal gedacht. Nein. Solltest du aber vielleicht mal drüber nachdenken. Ein Item, aber ich kaufe nicht. Ein gutes Item? Ja, das weiß ich eben nicht, deswegen kaufe ich es nicht für 15. Sah aus wie eine Landkarte. Dann ist es höchstwahrscheinlich auch eine Landkarte. Ja, aber was soll ich damit? Ich habe gerade das Einhorn. Ich glaube, die Landkarte ist ein permanentes Item. Was dir in jedem Raum, was dir in jeder Etage anzeigt, wie die Räume verteilt sind. Keine Ahnung, bis jetzt hat es noch nichts gemacht. Komm zu mir, meine Bombe. Aber wenn man ohne Ende kommt, dann kann man sich das leisten. Gucken. Piep. Cool. Den mache ich jetzt mit dem Einhorn fertig. Ich glaube, so einfach wird das nicht. Naja, halbtot sein. Was? Halbtot hast du nie gebracht? Oh, verdammt. Oh mein Gott. Es ist Gier. Und Gier ist gierig. Und ich lasse mich treffen wie so ein Vollspast. Ja. Gut, dass mein Fleischklumpen was abhält von mir. Nur HP ab von den Bossen. Du musst dort laufen. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, wenn man immer nur HP-Ups kriegt. Ich finde schon. Ich habe also einen Coupon bekommen. Das ist damit so das Beste, was man kriegen kann. Wirklich? Naja. Ja, oder du kriegst Sachen, die ich nicht mal kenne von Bossen. Ja, natürlich. Ich bin ja auch der, der es schon einmal durch hat. Halt dich ran. Aber ich glaube, wenn man das hier einmal durch hat, dann verfällt man in einen regelrechten Run und es läuft dann immer und immer wieder gut. Ich denke mal, das hängt auch ziemlich stark von den Items ab. Also wenn du nur Kack-Items kriegst, dann kannst du, glaube ich, so gut sein, wie du willst. Aber es gibt ja eigentlich keine Kack-Items. Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, dass nur HP ab Kack-Items ist, wenn mir das wirklich irgendwie nichts bringt. Weil ich habe meine Imba-Dodging-Skills. Ja, die habe ich nicht. Oh, doch, du hast sie. Tief in dir, Daniel-san. Tief in dir oder so. Muss ich aber erst im Super-Isaac werden. Oh, na toll. Hey, jetzt bin ich bei der Pestilenz. Gegen die Pestilenz. Was macht er? Er rotzt Würmer. Würmer, die zu stark sind für mich.
Ja. Ich liebe es, wenn Gegner irgendwelche kleinen Minions beschwören und die dann sofort selber töten mit irgendeiner dämlichen Attacke. Kenne ich nicht. Hatte ich bisher nicht. Nein? Nein. Armer kleiner Riven. Ich werde auch nicht so weit kommen, nicht mal. Warum nicht? Bist du schon wieder tot, oder was? Ja, ich habe noch 1,5 Herzen. Wie wir das mit HP-Ups sind, super. Ja, wenn man nicht so eine Kackräume bekommt, schon. Oh, Tabletten. Balls of Steel. Immerhin. So, und aus meinem Fleischklumpen wird jetzt ein Fleischklumpen mit Gesicht. Der mit mir zusammenballert. Oh, ist das geil. Nenn mich Gott der Fleischklumpen. Nein. Dann nicht. Ich würde damit nur dir und mir einen Gefallen tun. Du bist maximal der Gott der männlichen Fleischbällchen. Das ist möglich. Hauptsache, ich bin ein Gott. Oh yeah, ein Herz aus dem Spielautomaten. Wie viel musstest du dafür reinstecken? Ich weiß nicht. Ich abgesehen von deinem Penis. Spielst du immer noch als Kane, oder? Ja. Hm. Und Pilz. So, ja, und hier kaufe ich mir jetzt die Leiter. Und immer wenn jetzt irgendwas droht, mich anzugreifen, werde ich mich einfach über eine Dingens flüchten. Über ein Doch. Nein, Gertie. Den kann ich doch nicht. Warum nicht? Du musst dich einfach nur links in die Ecke stellen. Ich weiß nicht, ich mach mein Einhorn dran ihn tot. Da muss man bei mir schauen, wie ich den besiege. Das ist relativ simpel. Ja, ich weiß, eigentlich ist er ja einfach, aber irgendwie bin ich immer so ungeduldig für den. Das ist dann dein Problem, würde ich sagen. Warten, bis der angreift, dass er ausweichen kann. Hä? Wieso denn? Ich weiß nicht, ich will einfach stehen bleiben drauf. Na, kannst du doch, mit meiner Taktik. Oh, mein Supervogel. Naja, ich hab einen Toten, das reicht. Auch mit deinem Super Einhorn-Dingens. Da hab ich 6 Herzen normal. Ich hab 5 und ein kleines Blaues. Los, Vogel, mach ihn fertig. Ich befehle es dir. Ich bin ein Herr und Meister. Boah, lol. Hier so eine Klappen, die Dinger in einem Raum. Was für welche? Die den Laser aus ihrem Bauch schießen. Oh. Immer nur weglaufen. Dann können die auch nichts machen. Ja, aber bei 4 Stück ist das ein bisschen kacke. Da die alle nur in eine Richtung feuern und niemals dir nachgehen, das wäre jetzt voll cheating, wenn die sich irgendwie. Also wenn die mit ihren Lasern dir folgen würden. Dann würde ich sagen. Rumgelaufen, ja. Nein, ich meine, wenn ihr Laser auch diagonal gehen würde oder so. Ja. Das wäre ein bisschen sehr unfair bei 4 Stück. Deswegen meine ich ja. Stirbt euch meinen Vogel der Vogeligkeit. Almighty Vogel Go. So, was gibt's hier drin? Eine Kiste. Will ich eine Kiste? Nö. Klar. Nö, nicht wenn ich dafür irgendwelche... Hey, es ist Monstro 2. Ich habe zwar nicht mal Monstro 1 gehabt, aber... Hey, who cares? Boah, nochmal 5 so Dinger. Was ist los hier? Was für Dinger? Ja, wieder die Laserteile. Tja. Ich glaube, diese ganzen Gegner lieben dich. Deswegen wollen sie 5-mal von dir besiegt werden. Ja, ja, tatsächlich noch getroffen worden. I'm a filing my Tränen. Oh, verdammt, reingelaufen. Langsam wird es ja doch relativ unübersichtlich.
Das muss ich dem Game lassen. Mann, ich kann nur Kack kaufen. Wieso? Ich bin mir halt ein Bruder. Ja, ich bräuchte eigentlich mal Härten, aber sowas kriege ich ja wieder nicht. Tja, hättest du mal lieb mit dem lieben Klapperstorch sein sollen? Nee, verdammt. Du wolltest kein Bruder, du wolltest Herzen. Ach, egal. Dann halt mit dem guten Herz hier.